Hallo und herzlich willkommen zu Blockbuster, eurem Kanal rund ums Thema Film. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute eine Review zu The Iron Claw, der mir von Leonine Studios und Vollkontakt UG und Co. KG als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden ist. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe es nämlich echt verpasst, den Film im Kino zu gucken. Bin total gespannt drauf gewesen. Und hab mir den jetzt auch direkt reingezogen, ja. So ein bisschen was zur Story, ohne zu viel zu spoilern. Es geht um den Wrestler Fritz Van Erich, alias The Iron Claw, der in den 60er Jahren ein ziemlich großer Champion in der Wrestling-Szene halt war, ja. Und seine Söhne streben in den 80ern, also so knapp 20 Jahre nach ihm, streben halt danach, in seine Fußstapfen zu treten. Doch ja, ihr Ruhm unter der Aufsicht des strengen Vaters wird vom tragischen Ereignissen überschattet, würde ich jetzt sagen, ja. Und dann, ja, die halt zu Stars aufgestiegenen Brüder suchen im Ring irgendwie nach Anerkennung, nach Erfüllung und Glück, irgendwie all das, was ihnen halt so im wahren Leben von ihren Eltern verwehrt geblieben ist, ja. Mehr würde ich auch gar nicht dazu sagen, ja. Es ist schwierig, mehr zu sagen, ohne zu spoilern. Fände ich jetzt irgendwie unfair denen gegenüber, die den Film halt nicht gesehen haben. Aber so habt ihr mal ein bisschen Einblick, worum es da überhaupt geht. Ne? Es ist wirklich nach einer wahren Geschichte, der Film. So, meine Meinung dazu, ja, tolle Verfilmung, ja. Also eine sehr tolle Verfilmung der wahren Geschichte halt von den Van Erich Brüdern. Und ja, wie sie halt die Geschichte irgendwie der hart umkämpften, sagen wir mal, Welt des professionellen Wrestlings, ja, so geschrieben haben, ja. Die Geschichte bietet so viele Höhen, ja, Höhen, Tiefen, so viel Freude, so viele Tränen, so viele Triumphe und Verluste. Und das schafft der Film an sich halt wirklich alles auf den Punkt zu bringen, ja. Also es war wirklich von vorne bis Ende stimmig, toll inszeniert. Die Schauspieler haben mich alle unglaublich überzeugt. Vor allen Dingen muss ich wirklich sagen, Zac Efron, Hut ab, unglaublich, was er da geleistet hat. Ich gehe auch mal davon aus, dass er für die Rolle definitiv mindestens eine Nominierung für die nächsten Oscar-Verleihungen bekommt. Hätte er meiner Meinung nach definitiv verdient, wirklich grandios gemacht. So, man kennt ihn ja eigentlich so aus so Liebesfilmen und Komödien, aber hier unglaublich toll, wirklich super, super geschauspielert, ja. Ja, so, ich würde auch sagen, so alles in allem ist das irgendwie ja ein ziemlich grandioses Sportlerdrama, das wirklich perfekt umgesetzt worden ist. Und meiner Meinung nach nicht nur Wrestling-Fans begeistern dürfte. Ja, also das ist für jeden. Guckt da unbedingt mal rein. Vergleichsweise irgendwie, wer den kennt, The Fighters oder Southpaw und so mit Jack Gyllenhaal. Der gehört definitiv mit da rein. Von mir gibt es eine 9 von 10 Punkten. Also wirklich eine Top-Bewertung. Ich muss dazu sagen, 10 von 10 Punkte kriegen bei mir eigentlich nur die Filme, die meine absoluten Lieblingsfilme sind. Und kann sein, dass er da irgendwie auch noch zukommt. Vielleicht, wenn ich den noch ein zweites und drittes Mal gucke und der mich genauso mitnimmt und überzeugt wie jetzt bei der Erstsichtung, dann wird der von mir auch nachträglich noch die 10 von 10 Punkte bekommen. Ja. Extras sind sogar dabei, also das ist einmal irgendwie Interviews mit den Schauspielern, wie sie die Rollen dann irgendwie dieser Van Erich Brüder übernommen haben, wirklich gut gemacht, und dann nochmal ein so Making-of des Ganzen, ja, des ganzen Films, wie dann irgendwie einer von den Van Erich Brüdern die Geschichte irgendwie miterzählt hat, dem Regisseur geholfen hat, um das wirklich 1:1 auch zu inszenieren, wie das damals dann war in den 80ern. Und das ist ungefähr etwas über 40 Minuten, die beiden Clips.
Fand ich ziemlich cool gemacht, hat mich auch interessiert irgendwo, habe ich mir auch reingezogen. Also, ne, ist auch auf jeden Fall extra Star und finde ich eigentlich für das Thema mit über knapp über 40 Minuten, finde ich das echt super gemacht. So, das Ganze kommt am 5.4.2024 auf den Markt. Einmal als Blu-ray im Keepcase. Dann bringen also Leonine Studios, die DVD halt, auch wie immer im Keepcase raus. Und es wird ein 4K-limitiertes Mediabook geben, wo dann eine 4K-Disc und eine Blu-ray dabei sind. Da werde ich dann auch noch zugreifen. Die werde ich mir definitiv in die Sammlung holen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr da irgendwie noch weitere Infos zu möchtet, ich habe bei mir in der Beschreibung wieder die Homepage von Leonine Studios und auch die Facebook-Seite. Da gibt es weiteres Bildermaterial, Kurzinfos, Trailer und so weiter. Guckt gern mal rein. Und an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr konntet irgendwie was mit der Review anfangen, seid ein bisschen schlauer geworden. Ne? Und lasst mir gerne Kommentare und ein Like da. Gegebenenfalls auch ein Abo, um die nächsten Videos dann nicht zu verpassen. Und in dem Sinne einfach bis zum nächsten Mal. Euer Blockbuster. Ciao.